Guten Morgen, dobro jutro. Inače, danas je nedelja, 10.30. Pričamo nemačkom sa vama, da vas malo nateram da brže učite i da brže napredujete, jer jednostavno jedino ako svakodnevno učite, naučit ćete. Evo, ja ću vam sad pokazati recimo šta sam radila dok sam pila kafu. Čitala sam neku knjigu na nemačkom sa olovkom. Dakle, dovoljno je jedna strana. Dok pijete kafu, tamo nemate vreme da pročitate jednu stranu, ali ne samo da pročitate i odete, nego da se zadržite na svakom izrazu, jer su knjige, ovo je inače neka tinejdžerska knjiga, ali lep je nemački, da kažem, lako se razume. I evo recimo, ovo je bila strana koju sam ja čitala, ne znam da možete vidjeti koliko je izvoljena. Evo. I našla sam interesantne stvari, onda sam lepo to sad prepisala. Tačnije, sada neću čitati to što sam prepisivala iz knjige, to ćemo se vidjeti za drugi klip. Danas ću vam čitati nešto drugo. Wie geht es bei der Arbeit? Wie geht deine Arbeit? Kako ide na poslu? Kako ide posao? Wie geht deine Arbeit? Wie geht es bei der Arbeit? Naravno, znamo svi da pitamo wie geht es dir? Kako si? Wie geht es dir? Znači, kako ti ide? I tu koristim glagol gehen. Er ist unsicher gegangen. Er ist unsicher gegangen. Nesigurno je išao. U smislu možda bio malo pijan, ili malo umoran, ili malo bolestan. I onda se malo teturao. Dakle, er ist unsicher gegangen. Unsicher gegangen. Participu glagola gehen. Gegangen. Pomoćni glagol je sein, kada hoćemo da koristimo gehen u perfektu. Znači, er ist unsicher gegangen. Möchtest du spazieren gehen? Hoćeš u šetnju? Znači izraz sa gehen jeste spazieren gehen. Hoćeš li u šetnju? Möchtest du schlafen gehen? Möchtest du tanzen gehen? Möchtest du shoppen gehen? Ili einkaufen gehen? Dakle, to su svi izrazi koje koristimo sa glagolom gehen. Ono što je bitno da shvatimo jeste da u tim kombinacijama spazieren gehen, schlafen gehen, tanzen gehen, schwimmen gehen, shoppen gehen, einkaufen gehen. Gen je ključni glagol. Znači, njega stavljamo u određeno lice, njega stavljamo u prošlo vreme, ako mi treba i tako dalje. A ovaj prvi deo, znači špaciren, šlafen, tancen, einkaufen, šopen, uopšte ne menja. Znači, taj, da kažemo, glagol ostaje tako sa n nastavkom, a gen se menja. Möchtest du spazieren gehen? Znači, ovdje sam mu dalo. Da li bi želeo da ideš u šetnju? Ako hoću da kažem idem u šetnju, kako kažem? Ich gehe, znači menjam glagol gehen, a spazieren ostavljam tako kako je. Kako onda kažem išao sam u šetnju? Pa ich bin, prepisujem spazieren i naravno glavni glagol na kraju u participu. Ich bin spazieren gegangen. Hoću kažem ićeš u šetnju. Ich werde spazieren gehen. Dakle, ich werde, pomoćni glagol, glavni glagol infinitivu na kraju, a ovo tu špaciren. Ovo špaciren, dakle, možemo zameniti, evo napisat ću vam, dakle, sa schlafen, einkaufen, tanzen, schwimmen. Dakle, sad mogu da kažem, umjesto ich gehe špaciren, ich gehe schlafen, ich bin müde, ich gehe schlafen. Oda, ich gehe einkaufen. Ich brauche etwas zu essen. Ich gehe einkaufen. Oder ich gehe tanzen. Ili ich gehe schwimmen. U prošlom vremenu, dakle isto, ich bin schlafen gegangen. Ich bin einkaufen gegangen. Ich bin tanzen gegangen. Ich bin schwimmen gegangen. U futuro, ich werde schlafen gehen. Ich werde einkaufen gehen. Ich werde tanzen oder schwimmen gehen. Okay? Dakle, vrlo, vrlo često sam primetila da, u stvari, ne znamo koji ću glagol sada promenim, imam dva glagola, jedan pored drugog, schwimmen, gehen, kako da se ponašam u tom slučaju. Dakle, u tom slučaju posmatrate ovo schwimmen kao prefiks, znači kao da je ausgehen, aus, schwimmen, gehen, ausgehen, znači taj schwimmen je prefiks, šta se radi sa prefiksom, u prezentu se baca na kraj, u perfektu stoji ispred glagola, evo ga ovdje, u perfektu ispred glagola, u prezentu, evo ga na kraju, u futuru opet ispred glagola. Znači,
U izrazima sa gehen, ovo schlafen, einkaufen, tanzen, schwimmen, shoppen su kao prefiksi glagola gehen i onda već znate kako da se sa njima obhodite. Er geht rückwärts. Idu rückwärts. Znam da mi je poznata reč rückwärts i evo odakle nastala. Rückwärts. Rückwärts. Vorwärts bi bilo napred. Vorwärts. A rück, zurück, rückwärts, ja rückwärts. Rückwärts. Ich bin pleite gegangen. Ich bin pleite gegangen. Pleite znači švorc, nemam više para. Ili propao mi je biznis ili potrošio sam sve pare u tom smislu. Dakle, nadam se da nije. Ali ich bin pleite gegangen znači to. Ich bin pleite gegangen. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geschäft. Nemam ništa. Ich bin pleite gegangen. Da gut sam drugo. Sie sind einkaufen gegangen. Evo primjer. Znači pričali smo ovo einkaufen. Je bukvalno kao prefiks glagola gehen, znači ovdje je gehen u perfektu. Sie sind gegangen, sie sind einkaufen gegangen. Sećate se, sie sind schlafen gegangen, sie sind spazieren gegangen, sie sind tanzen, schwimmen gegangen. Okay. Wie geht man dorthin? Wie geht man dorthin? Znači ovdje imamo glagol gehen i subjekat, bezlični subjekat, znači man, mali man, koji najčešće prevodite sa se. Kako se tamo ide? Znači kako se do tamo ide? Mitem bus, odam idem cug, odam zu fuß. Wie geht man dorthin? Wie geht man dorthin? Kako da dođem do tamo? Ich gehe früh schlafen. Idem rano da spavam. Schlafen gehen. Ich gehe früh schlafen. Hajde da mi vi prebacite ovu rečenicu u prošlo vreme, u perfekat. Pa da kažete, otišao sam rano da spavam. Ja nisam. Ni uče što se vidi, ali dobro. Znači, otišao sam rano da spavam. Perfekat. Glavni glagol je otišao, znači gehen. Znači, treba nam glagol sein kao pomoćni. Ich bin früh schlafen i glavni glagol na kraju. Gegangen. Ich bin früh schlafen gegangen. Wann bist du schlafen gegangen? Bist du früh schlafen gegangen oder bist du spät schlafen gegangen? Wann bist du schlafen gegangen? Ich bin spät schlafen gegangen. E dobro, sad imamo neke malo drugačije primjere sa gehen. Das Erbe ist an ihn gegangen. Erbe je naslediti. Das Erbe je neko nasljedstvo. Dakle, das Erbe ist an ihn gegangen, nasljedstvo je otišlo njemu. Das Erbe je nasljedstvo. Erbe može da bude nasljednik. Diese Tour geht auf den Balkon. Diese Tour geht auf den Balkon. Znači, die Tour geht auf plus akuzativ auf den Balkon. Sljedeći izraz, das geht auf sein Konto, je izraz, znači ide to na njegov račun, u smislu es geht auf ihn, on je odgovoran za to. Znači, to njemu ide na dušu. Znači, es geht auf ihn. On je odgovoran za to. Das Abendessen auf sein... Što imamo ovdje konto? Das Abendessen geht auf mich. Ja plaćam pretplatu. Das Bier geht auf mich. Das Abendessen geht auf mich. Znači, na moj račun. Es geht auf mich. Geh nicht ohne Schirm aus dem Haus. Dakle, ovdje imamo aus, sa aus predlogom iz, znači nemoj bez kišobrana izlaziti iz kuće. Geh nicht ohne Schirm aus dem Haus. Nemo glagol gehen u imperativu, geh. Wir gehen durch den Wald, znači durch gehen, ići kroz, durch den Wald, durch die Stadt, ići kroz grad, ići kroz šumu. Es ist zu groß, es geht nicht durch die Tour. To je suviše veliko, der Schrank ist zu groß. Ormar je suviše velik. Es geht nicht durch die Tour. Ne može prođe kroz vrata. Ili der Mann ist zu groß. Er geht nicht durch die Tour. Ne može da prođe kroz vrata. Das geht gegen meine Überzeugung. Dakle, to je protivno mojim nekim uverenjima. Gegen, gen. Das geht gegen meine Überzeugung. Überzeugen je glagol ubediti nekog u nešto, a die Überzeugung je neko moje sobstveno uverenje, ubeđenje, und das geht gegen meine Überzeugung. Das will mir nicht in den Kopf gehen. Ne ulazi mi u glavu.
ne mogu da shvatim. Ich kann das nicht verstehen. Es will mir nicht in den Kopf gehen. Oder es kann mir nicht in den Kopf gehen. In den Kopf gehen. Akuzativ muški rod. In den Kopf gehen. Opet imamo primer sa gde idu, gde vode vrata. Die Tür geht nach draußen. Vode na polju. Die Tür geht nach draußen. Die Tür geht nach draußen. Draußen na polju. Wir gehen über die Brücke. Znači, über je preko, über gehen, über die Brücke. Preko mosta. Das geht über meine Kräfte. Dakle, to je izvan mojih nekih mogućnosti. Ja to ne mogu da handlujem. Das geht über meine Kräfte. To kad vam neko traži da uradite nešto što ne možete. Das geht über meine Kräfte, entschuldigung. Ich gehe zur Post. Naravno, gehen možemo koristiti sa prilogom zu, zur Schule gehen, zur Post gehen, zur Bank gehen und so weiter. Diese Schublade geht schwer. Diese Tour geht schwer. Kada onako koči, neće dobro da se otvori fioka. Es geht schwer. Ide loše. Es geht schwer. Die Uhr geht falsch. Sad ide pogrešno, kasnije. Die Uhr geht falsch. Es geht nicht. Es kommt nicht in Frage. Dakle, es kommt nicht in Frage, ne dolazi u obzir. Es geht nicht. Das geht nicht. To neće moći. Das geht nicht. Das geht über meine Kräfte. Das geht nicht. Es kommt nicht in Frage. Es wird schon gehen. Ovo kažete u smislu, bit će okej, bit će dobro. Es wird schon gehen. Mach dir keine Sorgen. Es wird schon gehen. Es geht das Gerücht, dass kündigen will. Es geht das Gerücht. Kruži glasina. Das Gerücht geht, da će onda da otkaz ili nešto slično. Dass kündigen will. Kündigen dati otkaz. Es geht das Gerücht. Das Gerücht geht. Kruži neka glasina. Es geht radi se o, es geht den Vertrag, worum geht es in diesem film, o čemu se radi u ovom filmu, es geht den Vertrag, radi se o nekom ugovoru. Znači, glagol gehen sa predlogom plus akuzativ, es geht den Vertrag, worum geht es in diesem film. Es geht meinen Ruf, radi se o mojoj reputaciji. Es geht meinen Ruf. Es geht meinen Ruf. Ok, to je to za danas što se tiče glagola gehen. Ove rečenice ću sada vam čitam u drugom klipu. Vezane su za nešto drugo. Mislila sam da čitam sve, ali ne. Bolje neka ostane ovaj samo svojim gehen. Naučite ovih 35 rečenica sa gehen, a onda nastavite dalje da učite. Ok, ćus!